Herr Rosenau, im Schatten des Ukraine-Kriegs läuft die Berichtssaison zum ersten Quartal 2022 an. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Quartal? Erstens muss man mal sagen, dass die Ukraine-Krise jetzt noch keinen Einfluss haben wird, keinen wesentlichen im Q1, weil das erst im März eine Rolle spielte. Von daher erwarten wir eigentlich ein gutes Quartal. Die Auftragsbücher sind voll. Die Unternehmen können eigentlich Umsatz machen, so viel sie in der Lieferkette bekommen. Das ist eigentlich die einzige Restriktion. Man kann die Aufträge abarbeiten. Das war aber schon im vierten Quartal so. Das war ein gutes Quartal. Also grundsätzlich erwarten wir eigentlich ein starkes Quartal. Sie haben die Lieferkettenprobleme angesprochen. Welche Faktoren gilt es sonst noch zu beachten? Ja, wichtig wird Preissetzungsmacht sein. Nicht? Wir müssen identifizieren, welche Aktien können die erhöhten Kosten weitergeben und welche weniger. Das wird man an den Margen sehen. Also muss man in diesem Quartal und auch im nächsten genau schauen, welche Aktien sind fähig, ihre Margen zu schützen und welche weniger. Weil das wird die große Differenzierung sein. Lässt sich zu dieser Preissetzungsmacht generell etwas sagen, in welchen Sektoren diese besonders gut ist? Ja, also wir haben zum Glück in der Schweizer Industrielandschaft sehr viele gute Unternehmen mit starken Marktstellungen, an denen man fast nicht vorbeikommt, sehr viele davon. Wir haben den Eindruck, dass die meisten eigentlich ihre Preise im Moment recht gut erhöhen können. Weil es ist ja ein Problem, das alle haben. Es geht im Prinzip durch und am Ende zahlt es eben der Konsument, wir alle. Deshalb heißt es auch Inflation. Also von dem her erwarten wir grundsätzlich überall anständige Preiserhöhungen, aber das Ausmaß, das müssen wir dann eben sehen anhand der Margen. Stärker geworden ist auch der Franken. Ist das in dieser Situation eher ein Vor- oder ein Nachteil? Schauen Sie, eine starke Währung ist eigentlich in einer Volkswirtschaft immer positiv langfristig. Es hält die Unternehmen an, stetig fit zu sein, ihre Kosten im Griff zu haben, effizient zu arbeiten. Länder mit Weichwährungen haben eigentlich immer faule Unternehmen am Schluss hervorgebracht. Also das ist für die Schweiz grundsätzlich gut. Ein Problem ist es, wenn es zu schnell geht wie 2015. Im Moment sind wir 1:1 im Euro praktisch, interessiert niemanden mehr, wäre vor 6-7 Jahren ein Riesenproblem gewesen. So, also grundsätzlich ist das positiv, sage ich. Und der zweite Effekt jetzt ist, durch den starken Franken haben wir eine viel tiefere Inflation, weil wir relativ günstig die Waren einkaufen können. Die Inflation in der Schweiz ist jetzt 2,4% und in der Eurozone 5,9%, also weniger als die Hälfte. Das ist im Moment, würde ich sagen, auch für die Unternehmen ein klarer Vorteil.